Willkommen zum KDE Tipps und Tricks Screencast. Und diesmal geht es um das Aufpimpen des KDE Desktops. Wenn ihr den statischen Hintergrund nicht so mögt, den KDE standardmäßig mitliefert, habt ihr auch die Möglichkeit, ein dynamisches Hintergrundbild einzurichten. Dazu könnt ihr entweder einen Rechtsklick machen und dann in die Einstellungen, in dem Fall für die Ordneransicht gehen, wie bei mir. Wenn ihr keine Desktop-Symbole habt, sondern ein Plasmoid nur mit Symbolen, dann wird das Ganze ein wenig anders heißen. Eine andere Möglichkeit, die Einstellungen zu erreichen, geht, indem ihr auf die Schuppe klickt und dann hier auf Einstellungen für Ordneransicht draufklickt. Dann gelangt ihr in diesen Dialog oder einem ähnlichen Dialog. Das kommt immer darauf an, was für eine Version ihr habt. Bei KDE 4.6 und 4.7, glaube ich, sah der Dialog noch ein bisschen was anders aus. Das ist jetzt hier der 4.8er Dialog. Ihr könnt dann verschiedene andere Hintergrundbilder natürlich auswählen. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, hier unter Hintergrundbild einfach umzuschalten. Und ihr seht, ich habe hier die Möglichkeit, auch Diashow auszuwählen. Und das ist das, was ich haben möchte. Und gerade wenn ihr tatsächlich die Möglichkeit habt, eine ganze Menge von Ordnern mit Bildern zugeklatscht zu haben, also Wallpaper, so wie ich hier zum Beispiel. Da seht ihr, ich habe ganz viele coole Bilder hier. Und will die dann irgendwie abwechselnd, dass die angezeigt werden. Gehen wir nochmal zurück hier. Dann habe ich die Möglichkeit, hier das einfach einzurichten. Ich muss natürlich hier noch einrichten, was für Positionierung diese Bilder haben sollen. Skaliert und beschnitten ist so das, was ich gerne nehme, wenn die Bilder nicht alle die gleiche Größe haben. Ihr könnt natürlich, je nachdem, wie ihr das haben wollt, hier auch was anderes machen. Gekachelt zum Beispiel, zentriert, nur skaliert, bei Proportionen beibehalten. Dann könnte unter Umständen, wenn ihr dann das Bild nicht eurer Desktop-Größe entspricht, habt ihr dann schwarze Ränder links und rechts oder oben und unten, je nachdem. Das könnt ihr hier einstellen, ihr könnt auch Farben einstellen, falls ihr wollt, und natürlich dann einstellen den Algorithmus, wann halt die Bilder gewechselt werden sollen, alle 10 Sekunden, lassen wir mal die Voreinstellungen. Systemhintergrundbilder kann man da wählen oder ihre heruntergeladenen Hintergrundbilder oder einen eigenen Ordner. Wir wählen einfach mal einen Ordner, ich habe ja schon den einen hier euch gezeigt, wo ich meine Bilder habe. Klicke OK, jetzt habe ich diesen Ordner ausgewählt. Ich kann auch neue Hintergrundbilder herunterladen. Das ist eine sehr nette Funktion, die mir dann erlaubt, dann neue Hintergrundbilder herunterzuladen und dann in diese Liste zu packen, falls ich noch zu wenig habe und noch bessere und schönere haben möchte. Dann klicken wir auf Anwenden und dann wird das Ganze schon angewandt. Und ihr seht, ich habe auch ein wunderbares, schönes Hintergrundbild und nach 10 Sekunden sollte sich das Hintergrundbild dann auch wechseln. Wenn mich nicht alles täuscht, da seht ihr es. Jetzt würde halt jede 10 Sekunden das Hintergrundbild wechseln. Das könnt ihr natürlich umstellen, je nachdem, wie ihr es haben wollt, nach ein paar Stunden oder ein paar Minuten. Und ihr habt auch die Möglichkeit, eine Farbe einzustellen. Das liegt vor allen Dingen daran, ist sehr sinnvoll dafür, wenn ihr Hintergrundbilder benutzen wollt, die eine Transparenz haben, dann scheint halt diese Farbe transparent da hinten durch. Es gibt noch viele weitere Hintergrundbilder oder Hintergrundbildmodule, die man nachinstallieren kann. Die befinden sich im KDE Plasma Add-ons Paket. Das heißt, ihr müsst bei eurer Lieblingsdistribution den Paketmanager eures Vertrauens im Grunde genommen aufrufen und dann mal dieses Paket suchen. Also KDE Plasma Add-ons, so heißt es. Und dann stehen euch noch weitere Sachen zur Verfügung. Neben der Farbe, die natürlich standardmäßig schon dabei ist, habt ihr auch so tolle Sachen wie Bild des Tages, was sehr nett ist. Da könnt ihr eine Quelle einstellen, die Source einstellen, so heißt es hier, Bild des Tages der Astronomie zum Beispiel. Ihr könnt aber auch Bild des Tages der Geowissenschaften, Bild des Tages von Flickr, Bild des Tages von der Wikimedia nehmen oder was auch immer und das einstellen. Und dann wird tatsächlich das Bild des Tages aus dem Internet natürlich geladen. Das ist in dem Fall jetzt hier, das von Wikimedia. Wir können uns mal anschauen, wie das von Flickr aussieht, das Bild des Tages. Das würde dann so aussehen. Oder halt hier Astronomie, das gefällt mir eben immer sehr gerne, so Sternbilder oder sowas. Das könnt ihr dann hier auch einstellen, eine sehr, sehr nette Funktion, falls ihr dann jeden Tag ein neues Bild haben wollt, was euch eventuell dann anlacht. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, und das ist sehr, sehr nett für die Leute, die es mögen, Mandelbrot-Animation reinzumachen. Ihr könnt Farben auswählen und hier seht ihr eine kleine Vorschau und klicken wir mal auf Anwenden, dann kriegen wir jetzt hier dieses Mandelbrot und wir haben tatsächlich auch die Möglichkeit, glaube ich, reinzuzoomen.
Aha. Bestimmte Aktivitäten erlauben dies zum Beispiel nicht. Also, dass man jetzt hier reinzoomt, das ist jetzt zum Beispiel diese Ordneraktivität, die erlaubt mir halt nicht, dass ich reinzoomen kann. Da müsst ihr natürlich dann auswählen, dass ihr keine Ordneransicht haben wollt, hier beim Layout, beim Miniprogramm entsperren, sondern eine ganz normale Arbeitsflächengruppierung oder eine ganz normale Arbeitsfläche habt. Dann könnt ihr das hier auch verändern. Es gibt noch die Möglichkeit, das Wetter sich anzeigen zu lassen. Auch eine sehr nette Funktion. Da muss man natürlich einen Ort eingeben und den Ort suchen. Ich suche mal nach Köln, ob er da was findet. Köln, Nordrhein-Westfalen.de, wetter.com. Hat er was gefunden? Klicken wir mal anwenden und dann wird tatsächlich ein Bild zur Wetterlage quasi angezeigt, was auch sehr, sehr nett ist. Das heißt, in euren Standard-Wallpapers wird einfach mal gesucht nach den Bildern, die halt zu der Wetterlage passen. Das passt jetzt sehr gut. Ihr seht, wir haben 23.19 Uhr, es ist kalt draußen, lag so ein bisschen Schnee gestern noch, weil es ein bisschen geschneit hat, so eine Puderzuckerschicht. Und ich glaube, das Hintergrundbild passt da wunderbar zu. Es gibt ein Aktualisierungsintervall, wo man dann einstellen kann, dass zum Beispiel nach allen so und so vielen Minuten dann das Bild aktualisiert werden soll. Wenn es dann anfängt zu regnen, kriegt er ein regnerisches Bild und so. Also auch eine tolle Sache, wie ich finde, um so ein bisschen die Stimmung draußen einzufangen. Ihr könnt dann auch ein Muster noch auswählen. Das ist für alle diejenigen, die halt Muster eingestellt haben wollen auf ihrem Desktop. Das geht natürlich auch, also ganz klassisch. Und dann gibt es noch eine sehr, sehr nette Funktion, die nennt sich Globus. Und das ist quasi eine Art Google Earth auf dem Desktop. Das sieht dann so aus, wie ihr seht. Und das könnt ihr, ich muss ja natürlich mal umschalten hier auf die Arbeitsfläche, damit ihr das im vollen Umfang sehen könnt. Ich kann dann jetzt auch in dieser Arbeitsfläche das Ganze drehen, kann mein hineinzoomen. Ihr seht, das wird auch tagesaktuell aktualisiert. Wir haben jetzt momentan also wirklich 23 Uhr. Ich kann reinzoomen. Dann seht ihr auch die Wolkenlage so ein bisschen. Und ihr seht natürlich auch, dass es jetzt dunkel ist. Jetzt, je näher ich drankomme, desto, jetzt bin ich bei den Wolken schon vorbei, desto mehr sehe ich halt davon. Und ich kann in den Einstellungen halt noch weitere Sachen einstellen. Das Kartendesign ist jetzt Satelliteneinsicht. Ich kann aber auch sagen, dass ich OpenStreetMap haben möchte. Und dann würde das Ganze so aussehen und dann können wir tatsächlich auch, dann können wir auch tatsächlich noch stärker reinzoomen und können dann eventuell auch Köln irgendwann mal sehen. Das ganze Kartenmaterial, was ihr hier seht und die ganzen Einstellungsmöglichkeiten kommen aus der Marble-Bibliothek bzw. aus dem Marble-Programm und ihr seht, ihr könnt die Projektion auch noch auswählen, Projektionsfläche zum Beispiel, flache Karte. Schauen wir nochmal auf die Satellitenansicht, dann sieht es vielleicht ein bisschen besser aus. Dann haben wir eine flache Karte, können dann hier einfach durchnavigieren, was auch sehr schön ist, dass dann auch diese Tageszeitwechsel angezeigt werden. Das heißt, jetzt haben wir momentan Nacht, deshalb ist es hier dunkel. Wenn wir jetzt mal in die USA gehen, ich nehme mal den Weg hier, seht ihr, wird es langsam heller, heller, heller. Und dann seht ihr, hier wird es richtig hell und dann seht ihr richtig grün. Hier ist wieder was dunkel, aber hier ist es hell. Und so habt ihr dann halt auch die Möglichkeit, so einen Tageszeitwechsel zu erkennen. Ihr könnt die Qualität natürlich hier noch einstellen, falls ihr Probleme habt mit der Rechenleistung, könnt ihr das hier hoch oder runter einstellen. Und die Interaktion könnt ihr auch nochmal einstellen, dass es sich zum Beispiel nicht bewegen soll oder sowas. Das könnt ihr auch wunderbar anzeigen. Landmarken lassen sich auch einstellen. Das sind also die Möglichkeiten, wie ihr euren Desktop dynamisch gestalten könnt unter KDE. Und ich glaube, ich gehe tatsächlich doch wieder mal zurück zur Ordneransicht. Und hier das mit der Diashow, das hat mir doch schon sehr gefallen. Jede 10 Sekunden wechselt sich ein Hintergrundbild. Ich glaube, das behalte ich erstmal bei. So, das war's für diesen Screencast. Ich hoffe, er hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.